Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich mir überlegt, ich mache heute mal ein Büchervideo über meinen SAP. Also nicht SUP wie Stapel ungelesener Bücher, sondern mit A, also Stapel angelesener Bücher. Da habe ich nämlich auch 10 Stück zusammenbekommen und ich dachte, ich zeige euch die einfach mal. Ja, bei den meisten habe ich auch überhaupt gar keine Begründung, warum ich sie nicht zu Ende gelesen habe. Gleichzeitig kam mir dann die Idee, dass ich vielleicht statt eines Subvotings dann mal ein Subvoting mache. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu haltet. Ich meine, ihr müsst natürlich erstmal die Bücher sehen. Und möglicherweise sind da ja welche dabei, wo ihr sagen möchtet, ja, da möchte ich aber auch eine Rezi von dir sehen. Ja, also fangen wir mal an. Ich fange damit an. Und zwar mein erstes angelesenes Buch ist Unschuldig, Pretty Little Liars 1 von Sarah Shepard. Ich habe es ziemlich genau bis in die Mitte geschafft, und zwar auf Seite 159. Na gut, das könnt ihr eh nicht sehen, aber hier mein Post-it. Das ist übrigens ein Tipp von mir. Post-its sind unglaublich tolle Lesezeichen, finde ich. Richtig klasse. Kann nicht rausfallen oder so in der Tasche, gerade wenn man unterwegs ist. Sehr, sehr praktisch. Ja. Da habe ich aufgehört mit, weil ich so unglaublich neugierig war und meinte, ich muss mir die erste Folge der Serie angucken. Habe dann dummerweise festgestellt, dass die allererste Folge eigentlich komplett das allererste Buch wiedergibt. Danach war dann die Lust, das Buch zu beenden, dahin. Ja, ob ich das jemals nochmal zu Ende lese, weiß ich nicht. Die Serie bin ich durchweg am Schauen, finde sie großartig. Schaut sie euch unbedingt mal an, ich finde die ganz klasse, aber die Bücher haben jetzt halt ihren Reiz verloren. Dann habe ich angelesen und ich bin sogar ziemlich weit gekommen. Geliebte der Nacht von Lara Adrian. Das ist ja dieses Midnight Breed, heißt diese Reihe, glaube ich. Das ist auf jeden Fall der erste Band. Ich war nämlich so schlau und habe mir Band 7 und 8 gekauft bei den Mängelexemplaren. Habe das dann aber erst zu Hause festgestellt, dass das Band 7 und 8 sind. Und dachte, ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Dann habe ich mir den gebraucht gekauft und habe den angefangen. Und das war irgendwie... Ich weiß auch nicht so genau. Also ich bin gekommen bis Seite 300 sogar. Es war nicht schlecht oder so. Und irgendwie kam dann, glaube ich, ein anderes Buch dazwischen. Und danach war das so, soll ich die weiterlesen? Nee. Vielleicht beende ich es irgendwann nochmal. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr so genau, was da passiert. Ja, aber ich habe halt jetzt auch noch Band 7 und 8 bei mir im Regal. Ja, dann muss ich die anderen auch lesen. Ugh. Also das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ganz viele Leute begeistert sind von der Reihe. Aber für mich war irgendwie zumindest der erste Band, die ersten 300 Seiten, jetzt nicht so überwältigend. Dann habe ich angefangen, und das ist eigentlich mehr ein schlechter Witz, weil ich da gekommen bin bis Seite 31. Und zwar ist das... Scherbenmond von Bettina Behlitz. Das ist der zweite Teil nach Splitterherz. Und auch hier war ich wieder unglaublich genial und habe mir in der Hälfte des ersten Teiles gesagt, das ist ja total toll, kaufst du dir gleich mal Band 2 und Band 3. Habe den ersten Band beendet und dachte, scheiße, hast du 40 Euro jetzt ausgegeben? Ich meine, die kosten 20 Euro, eins von denen. Ja, und das war jetzt dann doch gar nicht so toll, wie ich dachte. Und jetzt... Ja, ersten 30 Seiten angelesen. Guckt euch mal an, was das für ein Monster ist. Der hat... Na, wie viele Seiten hast du? 686. Wird der zweite Teil besser? Weiß das einer von euch? Irgendwie hat es mich nicht gepackt. Und jetzt habe ich die hier rumstehen. Und das ist super schade, weil die waren scheiße teuer. Ja. Weiter geht's und dieses Buch werde ich vermutlich niemals beenden. Das habe ich jetzt auch schon so oft gesagt, habt ihr jetzt schon so oft bei mir gesehen, aber es gehört natürlich auf meinen SAP, deswegen muss ich es euch zeigen. Und zwar Das Tal 1.1, das Spiel von Christina Kuhn. Ich bin auch hier bis etwa in die Hälfte gekommen, Seite 146 um genau zu sein. Und ich fand es einfach nur super duper langweilig. Es hat mir nicht gefallen. Ich mag Thriller sowieso nicht, obwohl ich so Internatsgeschichten relativ interessant finde, wenn die Jugendlichen alle auf einem Platz hocken und dann passiert irgendwas Schreckliches und wir müssen das lösen und bla bla. Aber es war nichts für mich. Ich weiß auch hier, dass es ganz vielen Leuten gefällt, aber naja, es ist ja Geschmackssache und mein Geschmack hat es nun mal nicht getroffen.
So, dann hier haben wir Arkadien, oh, Feld, genau, nicht erwacht. Arkadien Feld von Kai Meier, das ist die leere Hülle. Ich habe sie mich gerade ausgeliehen, weil ich mir selber auch so dachte, ja, siehst du jetzt eh erstmal nicht. Ich bin, glaube ich, bis Seite 60 gekommen. Und ja, das Problem dabei war, ich habe die ersten beiden gelesen, also Arkadien erwacht und Arkadien brennt. Die haben mir wirklich super gefallen. Dann hatte ich aber so, ich habe den dritten zwar da und es war dann aber so, jetzt brauche ich erstmal ein Päuschen von der Geschichte. Und dann hatte ich das Natascha Kampusch Buch 3096 Tage gelesen. Und das hat mich total fertig gemacht und danach war echt schwierig wieder, ins Lesen reinzukommen. Und hatte mich dann an dem dritten Teil probiert, aber ich war einfach noch nicht bereit dazu. Und dann hatte ich ihn angelesen und weggestellt und dann hat er irgendwie keine Chance mehr bekommen. Aber ich werde ihn auf jeden Fall irgendwann lesen, weil ich natürlich wissen will, wie die Geschichte um Rosa und Alessandro zu Ende geht. Ja, aber mal gucken wann. Aber das wird auf jeden Fall gelesen, weil die ersten beiden Teile waren klasse und auch der hat, glaube ich, meine ich mich zu erinnern, auch wirklich wieder spannend angefangen. Dann habe ich angefangen zu lesen Rebellion der Engel von Brigitte Meltzer und bin eigentlich auch relativ weit gekommen. Und zwar bis Seite 166. Ich fand es nicht schlecht, aber es war jetzt nicht so mega spannend. Ich weiß noch ganz genau, dass ich das Buch gelesen hatte und dann kam Göttlich Verdammt, wo ich mich so unglaublich drauf gefreut hatte und ich konnte den dann nicht einfach daheim haben und ihn nicht lesen. Deswegen habe ich ihn dann gelesen und da, danach ist das Buch so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil es halt auch nicht so spannend war, dass ich unbedingt wieder weiterlesen wollte. Dummerweise habe ich auch den zweiten Teil hier stehen, was mich sehr aufregt, weil der zweite Teil, der ist nicht gebunden und den gibt es auch nicht gebunden und diesen Teil, den gibt es auch nicht als broschierte Ausgabe. Das heißt, du musst ein Hardcover neben ein broschiertes Buch stellen und das sieht scheiße aus und das gefällt mir nicht. Das haben sie sich sehr, sehr blöd ausgedacht. Hier, der Otherworld Verlag. Ja. Mal gucken, ob ich das jemals lese. Noch. Ja. Dann haben wir hier den achten Teil einer Reihe und zwar ist das Ein Vampir für alle Fälle von Charlaine Harris. Das ist der achte Teil der Suki Stackhouse-Reihe. Das ist jetzt hier im Weltbild Verlag erschienen, die Weltbild-Ausgabe. Habe ich alle ersten 9 Teile davon und ich bin so weit gekommen. Das ist Seite 148. Ja, da ist mir auch wieder ein Buch dazwischen gekommen und dann habe ich es weggestellt und das sollte ich einfach nicht machen, weil das total dämlich ist. Weil wenn man ein Buch dann einmal weggestellt hat, dann ist die Versuchung so groß, es nicht mehr anzurühren. Das ist total dämlich. Aber manchmal gibt es ja so Bücher, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, und man will sie unbedingt haben und dann, wenn man sie vielleicht vorbestellt oder wenn man sie dann hat, dann kann man nicht einfach, man kann die nicht einfach da liegen lassen und warten, bis man mit dem anderen Buch fertig ist. Also mir geht es zumindest so. Ja, und das Buch hat es eigentlich auch nicht verdient. Ich habe auch den 9. Teil ja noch hier und gibt es inzwischen 13 oder so, ich weiß es nicht genau. Aber das werde ich auch auf jeden Fall lesen. Irgendwann, wenn ich mal wieder Lust drauf habe. Ja, davon habe ich angefangen zu lesen. Feuer und Stein von Diana Gabaldon. Das ist ja der erste Teil von einer Reihe, die weiß ich was wie viele Teile hat. Und ich bin... Es sieht aus, als hätte ich irgendwie nur 20 Seiten gelesen, aber Leute, es sind tatsächlich genau 100. Hier, das sind 100 Seiten. Denkt man nicht, aber ist so. Es hat auch, glaube ich, 800 oder sowas. Und da war einfach das Problem, dass ich das Buch im Urlaub mit hatte und habe angefangen zu lesen. Und ich mochte es eigentlich auch ganz gerne, aber diese Seitenzahl und diese kleine Schrift, die dünnen Seiten und... Ja, und dann war der Urlaub zu Ende und daheim war das Feeling dann weg. Ich weiß aber, dass es ganz toll sein soll. Ich kann mir es auch echt vorstellen. Und es ist eigentlich auch gerade an einer Stelle stecken geblieben, wo die Geschichte jetzt so richtig losgeht. Aber hier, also hier weiß ich wirklich nicht, warum ich einfach nicht weiterlese. Und ich weiß, dass es toll ist und dass es ganz vielen Leuten gefällt. Und also ich habe vor, es irgendwann noch zu lesen. Ja. Dann, und jetzt werde ich vermutlich geköpft,
habe ich angefangen zu lesen nach dem Sommer von Maggie Stiefvater und bin gekommen bis Seite 131. Ich habe so viel Gutes gehört über diese Trilogie und ich finde die Aufmachung auch total schön. Ich finde die Geschichte an sich ist eine sehr gute Idee. Aber ich konnte mich einfach hier zumindest auf den ersten 130 Seiten mit den Charakteren so gar nicht anfreunden. Ich mochte Grace nicht so gerne, Sam eigentlich schon, aber mir ging das viel zu schnell hier auf den ersten 130 Seiten. Ich dachte so, die kennen sich doch eigentlich gar nicht, ja? Also vielleicht als Werwolf und Mädchen, aber so als Menschen und konnte ich nicht nachvollziehen, fand ich doof. Und dann kam mir auch hier wieder ein anderes Buch dazwischen. Ich habe es vor, diese Trilogie zu lesen. Ich habe auch gehört, dass es besser werden soll. Also Band 2 und 3 sollen besser sein als Band 1. Das kann ich nicht beurteilen, ich habe es ja nicht gelesen. Mal schauen. Aber hier so, es schreit jetzt nicht gerade danach, dass ich es weiterlesen soll. Ich weiß, dass ihr das wahrscheinlich alle ganz anders sehen werdet. Und als letztes angelesenes Buch habe ich hier noch liegen. 16 Moons, eine unsterbliche Liebe von Cammy Garcia und Margaret Stuhl oder so. Ja, ich bin gekommen, das seht ihr wahrscheinlich nicht, weil das... Also, auf Seite 68 bin ich stecken geblieben. Und zwar, ich fand es langweilig. Bis hierhin fand ich es super langweilig. Ich hatte den Ansporn, ich wollte ins Kino gehen in Beautiful Creatures, heißt es ja, ne? Das finde ich auch so eine bescheuerte Sache. Auf Englisch heißt es Beautiful Creatures. Und dann übersetzen sie den Titel in einen anderen englischen Titel. Was ist das für ein Scheiß? Ganz ehrlich. Also dann übersetzt es doch gefälligst auf einen deutschen Titel. Aber doch nicht vom Englischen in einen anderen englischen Titel. Was ist denn das? Das ist doch bescheuert. Ich finde das total bescheuert. Da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen. Was soll denn das? Ich finde generell, deutsche Titel sind teilweise echt mies gewählt. Da finde ich die englischen viel besser. Und Beautiful Creatures hört sich für mich auch besser an als 16 Moons. Und hat jemand schon mal das Lied dazu angehört? Das ist sehr verstörend, finde ich. Ja, gefällt mir nicht. Und ich mochte Ethan hier nicht und die Geschichte kam nicht ins Rollen. Und dann war ich im Kino und habe den Film gesehen und danach dachte ich so, ja, das muss ich auch nicht mehr lesen. Ja, das waren meine, ich glaube, 10 Bücher waren es jetzt. Also 10 Bücher, die ich angelesen habe. Ja, vielleicht habt ihr einige davon schon gelesen und könnt mir sagen, dass ich total doof bin, dass ich sie nicht weitergelesen habe, weil sie unglaublich genial sind. Da bin ich mir sicher, dass es zu 1-2 Büchern vielleicht dazu kommen könnte, dass ihr das sagt. Ja, andere Frage wäre, ob ihr ein Sub-Voting sehen möchtet. Und wenn, was denn eure 3 favorisierten Bücher dann wären, die ich darin aufnehmen sollte? Ja, das würde mich wirklich interessieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und tschüss und bis zum nächsten Mal.